So, es ist unglaublich, wir sind schon wieder da. Wir haben uns natürlich etwas Zeit gelassen über die Feiertage und über die Winterferien und sind fast Ja, in die bestimmt. Osternferien hineingefallen, aber es gibt noch was. Also, wir tun noch weiter. Das Problem an der Sache ist halt, dass wir alle möglichen Leute immer wieder ein Zeitproblem haben. Aber das geht ja nicht nur uns so, weil es ist ja eine kalte Zeit. Nicht nur bei Facebook, auch sozial, auch bei Yahoo. Alle müssen kommen, alle müssen da sein. Das und mehr jetzt gleich. Und Start. Ja, Freunde, wie üblich und fast als gemeinsamer Verräter und Vertreter joint uns wieder einmal mein lieber Freund, der Herr von und zu Rupetz. Servus, Hallo, Gerhard. Servus Helmut. Servus, Gerhard. Du hast von diesen Sachen von Yahoo und Facebook nichts mitbekommen? Nein. Ja, also es ist ja so. Es gibt ja bei Yahoo jetzt die Frau Meier, die ja von Google kommt. Nicht? Die hat jetzt da schon alleine, glaube ich, damit sie, weil sie jetzt die 6 Monate überstanden hat, die ersten 6 Monate. Dafür kriegt es alle 6 Monate, glaube ich, irgendeinen 2 Millionen Dollar Bonus. Das ist gut, eine gute Sache, nicht auch für sich. Weil der 2 Millionen Dollar Bonus. Nur damit ich das übernehme, ich meine, Yahoo war ja früher mal vor Facebook sage ich, vor Google, eine sehr bekannte Suchmaschine. Ne? Jetzt, ich weiß nicht, hat noch irgendwer, sucht noch irgendwer auf Yahoo? Suchst du auf Yahoo? Juhu? Google ist immer erste Wahl eigentlich. Ja. Also Yahoo ist genauso, das war genauso, was hat es da früher noch gegeben? Diesen, na, wie hat er geheißen? Alta Da glaube ich Vista! irgendwas. Alta Vista, Alta genau, richtig. Vista! Der ist ja genauso tot, also. Die Ja. Suchergebnisse bei Google sind zwar sehr werbegespickt und wie gesagt, die erste Seite kann man meistens wegschmeißen, aber Naja, sie haben jetzt zum Beispiel auf Yahoo, haben sie jetzt die Homepage, also quasi diese Suchmaschinen-Homepage, erweitert, verbessert, es ist aber noch immer alles in Violett, also wenn man sich das anschaut, ja, was da besser sein soll, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob Yahoo, ich werde mal gleich mal nachschauen, ob Yahoo überhaupt eine deutsche Suchmaschine anbietet. ja, vielleicht mit Google-Übersetzung. Oh, mit Google-Übersetzung, das war das gut. Ja, wo kommt, wie immer. Und siehe da, es ist noch immer alles schön violett. Also keine Homepage für meine Frau als Rapid-Fan. Aber es gibt noch immer Mail, News, Finanz, Sports, Movies, OMG, was immer das heißt. Oh mein Gott, ah ja, Schein, Auto, Shopping, Travel, Dating, Jobs. Naja, und jetzt da ändern sich dann viele, viele Seiten, also viele Omenrennen, ein paar Fotos. Dean killed after sneaking into wrong house, also da hat so, da einer das Haus verwechselt in Amerika, nicht? Und, naja, ist ins falsche Haus reingegangen und der Hausbesitzer hat ihn erschossen. Naja, Shit happens, Waffengesetz, sagt der Shit Engländer. happens, Waffengesetz haben wir jetzt auch schon gehört, wie bringt der Präsident halt auch nicht durch, dass es keine Sturmgewehre mit extra langen Magazinen gibt. Nicht? Ja.
der Amerikaner ist halt so wie ihre Special Forces auch. Zuerst schießen, dann fragen. Ja, genau, habe ich erwähnt, damit regen sie da nicht auf in die 48 Kugeln. Nicht? Das kann schon mal vorkommen. Nicht? Ich meine, das ist ja. Ja, wichtiges Thema, der Sportberichterstattung. Die Lindsay Vonn hat was mit Tiger Woods. Ja, da hat sie sich einen richtigen ausgesucht. Der hat ja mit ihren Eben fast was. Ne? Darum hat er wieder seine erste Frau, die der Lindsay Vonn auch nicht ganz unwendlich geschaut hat, auch beteigert. Ne? Also, sagen wir mal, observiert. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, es gibt zum Beispiel, ich muss mir ehrlich sagen, ich habe mir das zu einer angeschaut, und das Wetter für Vienna wird eingeblendet, 54 Grad Fahrenheit, mostly cloudy. Warum ist das? 10 Grad heute, das sagt er bei mir, ja. Ja, bei mir sagt er gar nichts, weil, oh ja, 12 Grad sagt er bei mir. Aber egal, das ist, kommt ja immer. Morgen wieder Regen und 9 Grad. Ja, siehst du. Und Freitag bewölkt mit 3 Grad. Das kommt natürlich darauf an, was du für einen Wetterdienst hast, ne? Foreca, Windows. Foreca? Mhm. Ich weiß noch nicht. Ich hab ganz einfach dieses. Mini-Anwendung von Windows. Ja, dieses Gadget da, habe ich da drin stehen. Genau. Ja, genau. Genau, ja. Ja? Also, jedenfalls, was an der Homepage 2 Millionen wert sein soll, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht ganz. Die Homepage doch nicht, das ist doch die Dame, die die 2 Millionen bekommt. Vielleicht ist es sie wert. Ich weiß nicht, ob die überhaupt an so einen gesteigerten Wert drauf legt, dass er selber in die Firma kommt, die ist ja hochschwanger zu Yahoo gewechselt, nicht? Hat ja jetzt erst ein Kind gekriegt. Und ja. Und das jetzt braucht auch Windeln. Ja, aber angeschaut bei 2 Millionen geht sie ja gute Nenne aus, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Typ, die wirft und der ist am nächsten Tag in der Firma, damit sie eine Ruhe von den Geschroten hat. So kommt und dann ist das doch die ideale Mitarbeiterin, oder? Ja, sie ist ja nicht die Wochenende bekommt man das Kind und am Montag ist man wieder in der Firma. Sie gilt, was ich so gehört habe, aus amerikanischen Journalistenkreisen als totaler Kontrollfreak. Sie will zum Beispiel jede Neuaufnahme von Yahoo, muss mit ihr ein Interview führen. Ich meine, wenn ich 12.000 Mitarbeiter noch habe, ist das ein bisschen wenig. Viel, würde ich mal sagen. Ne? Aufwendig. Naja, gut, aber ja. Jeder Chef macht es sich, wie er es möchte. Ja, das ist richtig. Solange er sich selber macht, ist was jetzt wurscht. Warum macht das denn ein anderen so schwer? Ne? Gut, aber auf der anderen Seite, das sind halt die Nachteile, nicht? Weil sie haben ja alle gejubelt, dass jetzt da die Melissa Mayer oder was du heißt, kommt, nicht? Weil das Erste, was war, ist, dass sie eingeführt hat, jeder kriegt ein iPhone 5 Handy. Weil die Blackberry sind nichts mehr, also jeder kriegt ein Firmenhandy, das sind auch 12.000 Handys. Und natürlich Gratiskantine. Das Ganze hat aber natürlich einen Hintergrund. In Amerika, wie wir wissen, sind ja die Entfernungen etwas größer. Yahoo Lab ist nicht in einer großen Stadt beheimatet und besiedelt. Und auch wenn, geht es darum, dass die Leute da bleiben. Es haben nämlich Arbeitsforscher herausgefunden, das führt jetzt auch ins Treffen, dass es befruchtender ist, wenn du in der Firma bist, weil du in der Firma auch in der Mittagspause über die Arbeit mit deinen Kollegen redest. Stimmt. Ist ja normal, ne? Ich meine, man soll die Kantine gehen, wenn du sagst, dann bist du deppert, der hat mir wieder einen Monitor gehabt. Ich weiß nicht, da war ich schon mal auf allen, außer die Gebühren. Ja? Aber ist so. Ich meine, es ist ja normal, ne? Irgendwo. Und es gibt eine Firma Zappo, habe ich im Zuge meiner Recherchen zu diesem Thema mitgekriegt. Die haben extra das Gebäude so designt, dass alle,
natürlich erstens einmal alle in Großraumbüros sitzen. Da gibt es ein Video auf YouTube dazu. Braucht man sich nur ausschaut. Da gibt es mehrere so Zappo Company Videos. Schreibt sie mit zwei Ps. Aber sie müssen beim Ausgehen müssen alle einen Weg nehmen. Damit sie sich dann noch einmal beim Heimgehen alle treffen. Sie erhoffen sich dadurch, dass dann, wenn sie zum Beispiel auf den Firmenbus warten, den es auch gibt, dann wieder über die Arbeit reden und daheim weiterdenken. Das heißt, sie machen unbezahlte Überstunden im Hirn zu Hause. Ne? Das, ja. Aber. Wenn es funktioniert? Ja, angeblich soll das funktionieren. Und genau so, man hat sich ja früher immer gewundert, ne? Da gibt es einen Typen, der heißt Mark Zuckerberg, der Zuckerberg, hat Facebook. Und rennt in einem Kapuzen-Sweatshirt umeinander. Bei jeder Besprechung taucht er so auf. Jetzt haben wir alle gehabt, der hat irgendwie. Ne? Weil wir können es uns leisten mit ein paar Milliarden am Konto, dass wir etwas spleenig sind. Ja, der ist aber nicht nur spleenig, sondern die haben in deren Büros, ja, haben sie eine super Idee gehabt. Nämlich, sie haben sich die Haare untersport. Oder zumindest insoweit so untersport, dass es nur 15 Grad heizen. Die Begründung dazu kommt auch wieder von den Forschern der Arbeitswelt. Wenn es nicht zu heiß ist, arbeiten die Leute mehr, schneller und sie dann nicht Internet brennen, sprich irgendwo chatten oder so, sondern sie wollen ihre Arbeit erledigen. Nachdem das eine endlose Arbeit ist, können sie das gar nicht erledigen. Aber sie tun sich eben deswegen ablenken, indem sie halt arbeiten. Nicht? Und es gibt dann noch eine andere Sache. Es gibt zum Beispiel auch noch von einer Mitarbeiterin, einer führenden Mitarbeiterin, hat auch gesagt, es ist auch gescheit bei Verhandlungen, bei Vertragsgesprächen. Die Leute glauben das nicht, wenn sie kommen im Büro. Und man hat damit ein bisschen, man baut einen Druck auf, dass es nicht endlose Verhandlungen gibt. Der sagt dann, ja, ich möchte das jetzt für die Werbung nicht $300.000 zahlen, ich möchte nur $200.000 zahlen, das geht überhaupt nicht. Und denen ist schon so kalt, dass sie sich bei $280.000 dann einigen. Ja. Und wenn du das Ganze noch eine halbe Stunde vor der Mittagspause ansetzen tust, dann geht es noch schneller. Ja gut, Mittagspause oder so, glaube ich, sind in Amerika ein bisschen so gleitzeitmäßig, ne? Oder ich weiß es nicht. Eine halbe Stunde vor Büroschluss. Naja, Büroschluss, ja, gut, aber ich meine, wenn einer mit 200.000 da hat, wirst du ja nicht sagen, na gut, jetzt gehen wir jetzt haben und na gut, dann eben nicht. Ne? Das ist, da muss man auch sagen, da sind sie ja meistens flexibel, das ist ja bei uns Modewort flexibel, nachhaltig flexibel, ökologisch, ist ja eine ganz eine gute Sache. Sind Sie da auch so flexibel beim ORF? Ich weiß es nicht. Na sicher. Ja? Sowieso, wenn die Überstunden gezahlt werden, kein Problem. Ne, was zahlen müsst ihr auch noch werden? Ja, man, der Chef versucht es zwar immer weiter zurückzudrücken, aber ja. Ja. Hier und da gibt es ja doch ein paar Überstunden. Na, das ist aber schön. Gut, das ist eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, nennt sich das dann. Nicht? Und jetzt wollte ich eigentlich den Hintergrund wechseln, habe aber das ganze Bild gewechselt. Und das macht nichts. Das sind so die Kleinigkeiten, mit denen muss man leben. Nicht? So, naja. Ich will den Hintergrund wechseln. Aha, ja. So. Ja, schmeiß ihn um, dann ist er gewechselt. Nein, nicht meinen. Wir haben jetzt, das ist zur Erläuterung des werten Publikums. Der Kollege Rupert sieht nicht das Programm, er sieht mir nur am Skype. Und wir sind jetzt am Skype nebeneinander. Und damit es hinten nicht so tragisch schwarz ausschaut, wie wir das schon mal gehabt haben, habe ich jetzt die DebCube-Grafik als Hintergrund eingeblendet, statt vorher den färbigen Wolken, die ich aus dem Tiefen des Internet organisiert habe. Es gibt nämlich Videoseiten,
wo man sich quasi, so wie Stockfotos oder so, immer Grafik, Musik und solche Sachen runterladen kann. Da muss man natürlich dafür zahlen. Manche haben halt ein paar Sachen, die man sich frei runterladen kann. Von dort ist das. Mir hat das ganz gut gefallen. Es gibt ja verschiedene. Ich habe auch ein paar verschiedene runtergeladen. Es ist wie üblich irgendwo auf der Festplatte. Ja. In den Tiefen der Terabytes. In den Tiefen der Terabytes verschwunden. Also, ich muss das wieder mal suchen. Aber wir werden das auch das wieder hinbekommen. Das ist halt immer so die Problematik, wenn man so über die Zeit nicht permanent weiterarbeitet, was halt bei uns halt schwer ist mit unseren Kollegen. Ich habe den Kollegen Seitz interviewen wollen. Der war heute auf dem Weg nach Djibouti, Kärnten ist. Also keine Zeit hat. Daher muss man immer schauen, dass man das möglichst zwar im Guten behält, aber ja, man optimiert da was, man optimiert dort was, man optimiert auf den Rechner was, man optimiert auf den Rechner was, dann muss ich das jetzt hier optimieren. Ne? Es ist halt immer die Problematik. Man kennt das eh, wenn man ein bisschen mehr Speicher hat und ein bisschen vielleicht nur zwei Geräte mehr. Dann, ja, ich weiß noch, dass ich irgendwann um 3 in der Früh das runtergeladen habe. Da war ich auch nicht mehr so ganz munter. Haben wir nachher noch irgendeinen Videopodcast angeschaut. Ne? Habe ich es jetzt auf den Rechner heruntergeladen? Habe ich es auf den Rechner heruntergeladen? Wobei 3 in der Früh ist ja relativ einfach für mich. Da kannst du am anderen Rechner sein, weil meine werte beste Ehefrau von allen beliebt dann meistens zu schlafen. Oder zu sagen, sie tut Fernsehen und schläft dann. Aber das ist, also da kann ich auf diesen Rechner hier nicht zugreifen, der im Schlafzimmer steht. Da ja auch mein wunderschöner Greenscreen-Background, das hätte man vielleicht einmal bügeln. Aber werden wir mal sehen, wie lange wir das so machen. Aber es ist schöner jedenfalls wieder oben aufs Bett. Gilt für mich auch. Ja. Ja, es gilt für 99% der Podcaster. Also, es ist, also, wobei ich sagen muss, Ja, es auch ist, ich sitze ja im Schlafzimmer. Ne? ja, wobei ich sagen muss, Nein, es das geht nicht. ist der Patrick Pescher war ein Running Gag, immer wieder vertreten und gern gesehen aus Frankreich beim Louis Laporte, sein Podcast. Und er saß immer in der Küche, hinterher haben wir es gesehen, so ein Küchenbar. Und auch auf der Küchenbar hast du gesehen, einen riesigen Haufen Dreckwäsche. Jetzt ist natürlich das Problem, dass zum Beispiel bei TNT die Sarah als Frau natürlich immer gesagt hat: So, ist das dieselbe Dreckwäsche noch von vor 2 Wochen? Jede Woche. Super. Ne? Ja, und ich gesagt, er kommt nicht dazu. Ne? Naja, der Peter Pescher ist ein ganz lieber Kerl, also, die von so 24, 28 oder was sei, aber als Single. Ne? Er kommt nicht dazu, dass er das wurscht. Als Journalist hat er so viel zu tun. Also, und ein Franzosen, der heute aus Englisch spricht, ist ja überhaupt, da kommst du ihm da nicht dabei. Nicht? Und außerdem ist er auch vom Aussehen her ein relativ lebensmischer, immer so schön sagt, hat es dann bleiben lassen. Irgendwann. Er hat jetzt den Computer jetzt auch umgestellt. Es gibt natürlich auch Leute, die haben keine größeren Probleme, wie zum Beispiel von Paul Drews. Der Spencer, der den Bolt Rus macht, kriegt das auch anrufen und ich auch. Es geht um Haarausfall. Der hat ein Radiostudio in seinem Keller. Das wird jetzt momentan erweitert und vergrößert. Er macht diese Internet-Radio-Geschichte. Ist aber bekannter, früher auch schon Radiomoderator bei verschiedenen Sendern gewesen. Ne? Ist sehr nett. Hat sich jetzt da umgesetzt. Mit seinem Laptop, also für sich den Laptop und ein Mikrofon und mehr im Studio nicht sein kann, ist er halt jetzt in seinem Billardsalon. Ne? Also, er hat gesagt, das ist ein Greenscreen-Backdrop. Der andere hat gesagt, na geh bitte, wirklich nicht. Ne? Da hinten steht ein riesiger Snookertisch, ein riesen Fenster. Ja, mein Gott, ne? Ist so.
Also der hat keine Platzprobleme. Ich habe keinen, wo ich mich hinsetzen kann, also bleibe weiter im Schlafzimmer. Was hast du keinen, wo du dich hinsetzen kannst? Ich habe keinen Billardsalon, wo ich mich hinsetzen kann, also muss ich weiter im Schlafzimmer bleiben. Du hast keinen Billardsalon? Naja. Nein, also ich nicht. An dem müssen wir noch arbeiten. Achso, ja, okay, gut. Aber was arbeiten wir als nächstes? Als nächstes arbeiten wir nämlich daran, dass wir wieder mal einen neuen Standard kriegen. Jetzt haben wir ja diesen Firewire-Standard fast abgeschafft. Und was gibt es da jetzt? USB? Nein, nicht das USB, das was der Mac da immer hat. Lightning. Ja, genau, das ist Lightning 6. Das hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt, habe ich so das Gefühl. Bei Apple schon? Naja, was so sehe ich, ich meine, es gibt aber fast keine Geräte oder was dazu. Ich meine, es ist ja wurscht, ob Apple. Nein, nicht nur für Apple. Es gibt diese Anschlüsse auch schon auf Gigabyte-Boards und Asus-Boards. Aber nein, es ist ganz einfach nicht teuer. Peripheriegeräte oder nur Peripheriegeräte von Apple? Nein. So fad, ne? Naja, es gibt Western Digital, hat so dieses WD-Book und solche Sachen dazu gebaut. Das Problem an der Sache ist, man muss das immer durchschleifen. Und ich glaube sogar, das Kabel schon alleine kostet 50 Euro. Weil in den Kabel sind irgendwelche Schaltungen drinnen und was weiß ich was. Ja. Gut. Nichtsdestotrotz. Es funktioniert auch in der Versenkung zu verschwinden. Ja, nichtsdestotrotz gibt es ja schon wieder, es wird ja schon wieder von einem Double Speed USB 3.0 Standard gesprochen. Also das, was wir jetzt auf USB 3.0 haben, sind doppelt so schnell sein, braucht neue Kabel. Ist aber auch neue Peripheriegeräte. Und neue Peripheriegeräte, ja, sehr gut. Ja, das ist die Problematik an der Sache, die ich sehe, ist immer wieder was Neues einzuführen. Das aber dann nicht kommt. Was habe ich jetzt davon? Das Rauschen im Blätterwald hört man jetzt da schon ungefähr wieder seit 2 Monaten. Ich habe noch nie so ein Kabel gesehen. Ich habe noch nie so ein Gerät gesehen. Ja. Und gut, auf der anderen Seite hat es natürlich auch wieder einen Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel in diverse Versandhauskataloge oder was schaust. Ja. Die USB 2.0 Sticks hauen es da noch. Jetzt fangen sie auch schon mit den USB 3.0 an. Ich habe jetzt so ein Dings da gehabt. Das ist bitte, das ist, ich meine, der Unterschied ist eher marginal. Nicht? Das ist ein USB 2.0. 2.0 Stick, USB 2.0. Schauen wir mal die Kamera. SanDisk. Von SanDisk, ja. SanDisk hat 16 GB. Kostete vor 2 Jahren. Hm? 20 Euro. Richtig. Das ist ein USB 3.0 Stick. Hat 32 GB. Ja. Kostete vor 4 Wochen vor vier Wochen 19,90 Euro. Im Versandhandel. Ja. Ist aber kein schneller. Ja, wesentlich. Das Ganze beruht ja auch darauf, jetzt fragen sich natürlich viele Leute, 16, 32, es gibt auch schon 64 oder glaube ich 128 Sticks. Die sind natürlich mit 70, 80, 90, 100 Euro, die ist jetzt von gut und böse. Aber wozu brauche ich es? Na, die Daten werden immer größer. Der Datenanfall sieht man ja bei uns, von wegen der höheren Auflösung, vom Video. Fotos, was früher aus der Foto gemacht. Das ist super, ich habe eine Digitalkamera, die hat 2 Megapixel. Foto hat 400 Kilobyte gehabt. Ja, Foto heute hat 32 Megapixel und das Foto ist 8 Gigabyte groß. Oder 8, ja, 8 Gigabyte groß. Also. 8 Gigabyte? Nicht Gigabyte, Megabyte. Megabyte, ja. Weil Gigabyte war dann schon fest, ja. Du brauchst dann nur noch die Arbeit. Es liegt dann zwei Fotos. Es kommt darauf an, mit dem RAW-Format wird es natürlich noch ein bisschen größer, das ist schon klar. Im RAW-Format ist größer, ja. Aber in jedem Fall wesentlich größer und darum braucht man auch größere Speichermöglichkeiten. Du sagst es. Industrie freut es. Ja. Den Anwender weniger.
Du sagst das. Das Problem an der Sache, das ich auch sehe, wo soll das noch enden? Ne? Wobei, sagen wir es, ich meine, wenn man sich die zwei Dinge anschaut, es wird ja immer kleiner. Wir sind ja damals davon aus, man hat ja gedacht, na gut, das ist jetzt der SATIS, der hat 16 GB, ja, okay, gut, super Sache. Ne? Ja, das ist mit den Stöpseln schaut der so aus, der schaut ohne den Stöpsel so aus. Ja, das ist trotzdem, dass er die doppelte Kapazität hat. Man kann das nicht einmal ordentlich in die Kamera halten. Ja, trotzdem, dass er die doppelte Kapazität hat, ist der ja schon wieder kleiner. Ja? Ich mein, mittlerweile gibt es für die USB 2 ja diese Mini-Sticks. Die Mini-Sticks. Da sieht man gar nicht einmal, dass da überhaupt ein Stick dahinter steckt. Das ist aus wie ein normaler Stecker im Prinzip. Der ist 5 mm. Schaut er über die USB-Buchse hinaus und hat genauso seine 16 GB. Hatte ich, zwar nur mit 8 GB, war relativ billig, war so ein Weihnachtsangebot. Hatte ich, wo ist er hingekommen? Das ist der Nachteil der Sache. Du verlierst deine Daten jetzt nicht mit einem Datenverlust oder mit einem Virus, sondern ganz einfach, weil es die Hardware verschmeißt. Ja? Ich meine, da wird es ja beim SATIS schon gescheit, die haben wenigstens da so einen Ring drauf gemacht, da könntest du jetzt ein Bundle drauf. Ja? Ich meine, wir wissen doch alle, ich meine, ich will das jetzt nicht herzeigen, weil da muss ich die ganze Kameraumschulung machen, wie es auch meistens auf die Schreibtisch ausschaut. Also bei mir liegt da jetzt neben mir. Naja, ein paar Blu-ray-Rollinge, ein paar Putztücher für die Gaseln, eine Abfallbox, weil das Wetter ist nicht schön, die Nase ist verlegt. Dann liegen noch ein paar Hefteln, eine Full-HD-Videokamera, so ein Stativ in klein. Ne? Man braucht sie ja immer wieder. Ne? Und immer wieder könnte man es anstauben, auch, weil man sie ja doch nicht so oft braucht. Aber ja. Gut, das ist es halt. Ne? Das Problem an der Sache, das ist ich, ist, wir machen jetzt alles klein, aber wir haben ja das Ganze schon gehabt. Eigentlich haben wir das Ganze ja schon gehabt mit den Handys, die sind ja auch immer kleiner geworden. Ne? Immer kleiner geworden. Wenn man die Tasten nicht mehr bedienen kann, dann hat es ja schon aus Japan. Hast du ja schon irgendein Handy da auf die Haut gekriegt und dann hast du zugemacht und hast telefoniert, weil das ist über den Knochen gegangen und lauter so Sachen, nicht, damit man nichts einstecken muss. Was ist jetzt da? Samsung. Galaxy. 6 Zoll, 5 Zoll, 8 Zoll. Solche Maschen. Wenn du telefonierst damit, glaubst du, du hast eine Schneidbrille am Murmaschel. Das Galaxy Note, ja, den habe ich extra einmal gesehen, ja, der hat gut ausgeschaut. Flaptops, oder wie heißt es jetzt? Fablets. Ach so. Fablets, ja. Also Telefon und Phone Tablets, nicht Fablets heißt es jetzt. Das ist eine neue Zwischenstufe. Braucht man wahrscheinlich ungefähr so, genau so, wie man heute noch an so ein Zwergl-Computer braucht, diese, was auch so gut war, wie haben die wieder geheißen, die kleinen Notebooks, die Webbooks oder Webbooks oder so, das haben die geheißen. Ne? Also im Endeffekt muss ich da ehrlich sagen, ja, ich interessiere mich jetzt zum Beispiel für ein Tablett, aber nicht eine Tablette, sondern ein Tablett. Eben so ein kleines billiges Android-Tablet, mit dem ich zum Beispiel von einigen namhaften Sachen wie mit CD oder was, gibt es ja da Anwendungen, kann ich natürlich mein CD, wenn ich das Abo habe, auf dem Tablet lesen. Was mir eigentlich meiner Ansicht nach, wenn man immer das so anschaut, was so ein Tablet wiegt, ja, ja, deswegen kein halber Kilo. Ist mir eigentlich lieber, wie wenn ich den Wascher von der CD da in der Hand habe. Ja? Und immer umplanen muss. Und vor allem, ich meine, sind wir uns ehrlich, man braucht im Printbereich erstens einmal eine gewisse Vorlaufzeit und
Man ist aber eingeschränkt. Nicht? Ja, wie soll ich im Printbereich jetzt, wenn ich eine Zeitschrift habe, wie soll ich jetzt in der Video oder was einbinden? Nicht? Und dann muss ich natürlich die Druckerei noch haben und den Versand noch haben und so. Heutzutage jetzt damit eh schon gesagt, jeder hat ein Internet zum Haben. Na gut, jetzt kommt es dann auch bei mir übers Internet runter. Ich hole jetzt an meinen WLAN-Router das Tablet drauf und ich nehme an, also innerhalb von einer Stunde oder was werde ich meine Zeitung haben. Und wenn dann irgendwas kommt zum Erklären, zum Anschauen, ja, wie baue ich was ein? Bauen die jetzt ein Video ein? Super Sache. Kann man natürlich jetzt auch sagen, gut, kann ich in solche Sachen natürlich auch machen, dass ich jetzt da sage, ich habe jetzt da meine Zeitung, Aufblätter, und dort steht drauf, wenn du das Video sehen willst, geht da ins Internet. Gut, ja, fragt sich wieder nur, habe ich da die Verbindung dazu, dass ich jetzt gerade zu der Zeit in das Internet kommen kann, oder lese ich die Zeitung gerade in der U-Bahn, ja, habe ich es auf dem Tablet und ich lese es auf dem Tablet in der U-Bahn, was ich schon oft gesehen habe, dass das die Leute machen, ja, dann ist es kein Problem, weil dann spielt er das Video auch auf, er hat es im Speicher. Die Frage ist natürlich nur, wie viel Speicher hat das Tablet, wie viel brauche ich eigentlich? Betriebssystem? Ja, aber Betriebssystem, man braucht ja nur von das. Android gibt es ja mittlerweile auch schon sehr viele Varianten, nicht? Und ja. Die sind zueinander ja auch nicht so richtig kompatibel. Ja, wie ist das beim iOS? Ich meine, da steht jetzt da gerade das iOS 6.1.3 steht bereit, lese ich gerade auf Heise Online. Ist iOS zu sich selbst kompatibel? Sind diese Sachen zueinander kompatibel? Abwärtskompatibel schon, aber wenn die Anwendung für ein älteres iOS geschrieben ist, kann es durchweg sein, dass es auf dem neuen nicht funktioniert, wenn es nicht hundertprozentig getestet ist. Da muss halt die Anwendung wieder abgedatet werden. Das ist das Problem natürlich, aber das hat Android nämlich an genauso. Mhm. Und Apple hat halt auch wieder wie jeder andere Hersteller das Problem, wenn es ein Update gibt und das zum Beispiel den Akku schneller leer saugt, dann schauen sie natürlich auch, dass schnell wieder ein Update machen. Also immer das Neueste abzudaten ist vielleicht eh nicht gerade eine gute Variante. Ja. Man schauen sollte, ob es nicht auf irgendwelchen Foren irgendwelche Negativmeldungen darüber gibt, bevor man wirklich das Update macht. Naja, aber das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Da wenn ich eine Anwendung habe, die unbedingt das neueste Betriebssystem braucht und das neueste Betriebssystem hat halt irgendwelche Probleme, dann ja, kann ich mir zwei Sachen aussuchen. Nicht? Entweder ich akzeptiere die Probleme vom Betriebssystem oder ich akzeptiere, dass die Anwendung nicht funktioniert. Willkommen in der schönen neuen Welt. Das heißt, ich kann mich dann eigentlich mit der Anwendung eigentlich abrasen. Wenn sie das neueste Betriebssystem braucht und unter dem alten nicht mehr läuft, ja. Ja gut, das ist ja, gut, aber das haben wir eigentlich eh schon immer wieder gehabt. Ne? Das ist aber bei Windows ja nicht viel anders. Sag ich jetzt, da gibt es ja auch schon etliche Sachen, die einfach auf den älteren Windows-Betriebssystemen nicht mehr funktionieren. Ich habe jetzt unlängst meinen Laptop wieder einmal neu aufsetzen müssen. Das ist leider ein Windows XP Tablet Laptop, der auf dem Windows 7 nicht läuft. Und mein Virenscanner, den ich eigentlich schon jahrelang gut empfinde, die neueste Version, wollte nicht installieren, weil Betriebssystem zu alt, weil Internet Explorer zu alt. Geht schnell. Wieso, wie alt ist der Internet Explorer? Also dieser XP. Der XP, der ist aus dem Jahr 2007. Aha. Also man kann sagen, in 6 Jahren hat man schon Probleme mit dem Gerät. Und jetzt ist ja Windows XP ja mit nächsten April ja auch abgekündigt. Also 2014 April hat ja Microsoft bereits angekündigt, dass es XP nicht mehr unterstützt wird. Was natürlich nicht heißt, dass XP ab diesem Zeitpunkt nicht mehr funktioniert. Also Geräte mit XP werden weiter funktionieren. Nur es gibt halt keine Sicherheitsupdates und sonstiges mehr dafür. Was man natürlich nicht, ob man wirklich, wie soll ich sagen, ohne Kondome oder so ins Internet gehen möchte. Ist eigentlich auch eine schwache Sache, aber auf der anderen Seite, wie alt ist XP? Tja, 10 Jahre, 12 Jahre. Nee, ich meine,
Also das ist das längst dienende Betriebssystem von Microsoft überhaupt. Das, kein Betriebssystem, was Microsoft jemals herausgebracht hat, außer MS-DOS, ist so lange gelaufen wie XP. Das muss man auch dazu sagen. Und irgendwann einmal ist es halt so weit, dass man sagt, okay, gut, jetzt ist es zu alt. Technologie ist nicht mehr fortzuführen. Ne? Und wenn man jetzt Hardware hat, auf den Windows 7 nicht läuft, na, dann muss man halt wieder neue anschaffen. Aber das freut ja die Hardwarehersteller. Die wollen ja eh was verkaufen. Naja gut, auf der anderen Seite muss man sagen, Hardware auf der Windows 7 nicht läuft. Ja. Das ist natürlich auch immer so ein Problem. Irgendwann muss man sowieso eine neue Hardware sie kaufen, aber weil ja die dann doch da rein auch eingeht oder so. Ich meine, das kenne ich bei vorherigen Rechnern. Auch da haben wir ja dasselbe Problem gehabt, dass der dann immer wieder Schwankungen gehabt hat. Da waren 4 GB drin, auf einmal ist er mit den 4 GB nicht mehr gegangen, da ist er nur mit 2 GB gegangen. Und da auch nur Da ist ja kein Problem, wenn es kaputt wird, dann gehört es ausgetauscht, das ist richtig. Aber es gibt ja Geräte, die halt auch längere Zeit halten würden, die man auch noch reparieren kann. Aber nur natürlich, wenn dann eben die Software nicht mehr drauf läuft, dann nützt es dann nichts mehr. Ne? Dann musst du ein an und für sich funktionierendes Gerät wegschmeißen. Ist ja auch schade, aber das ist ja auch ein Zeichen der Zeit, dass man eigentlich die Geräte wegschmeißen, bevor sie kaputt sind, weil es eben was Neueres gibt. Zeit ist ein gutes Stichwort, die Zeit. Auch uns läuft die Zeit vorbei. Wir sind schon wieder weit und weit über der Zeit. Und weit über der Zeit ist nie gut, weil wir wissen, weit über der Zeit heißt, es gibt viele Daten halt. Nicht? Also, würde ich sagen, wir heben uns das so als nächstes Thema auf. Gerne. Und machen dann für heute Schluss. Und zwar mit Genuss. Dann sage ich beim Abschied wieder einmal leise Servus. Tschüss. Servus.